Captain Sailor Seefahrer Rezept für Halibut-Ragout auf Hammerhaifischrücken mit Strohraumschnaps. Wir kaufen beim Metzger einen Platz gut abgehangenen 6 bis 8 Kilo-nigen Hammerhaifischrücken und 4 Kilo Halbmager bis zur Zorgungshalibut-Ragout. Dazu brauchen wir Salz, Pfeffer, 3 Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, frische Kapern, Oliven, den Saft von einer halben Limone, Öl und 200 Gramm Speckwürfel. Und 2 Liter Flaschen 70 bis 80 grädigen Strohraumschnaps der Marke Schädelspalter Extra. Den Hammer Haifischrücken mit dem Holzklöppel flach machen. Den Halibut-Ragout mit den Zutaten durchmischen und auf dem Hammerhaifischrücken verteilen und einrollen. Den gut verschnüren, salzen, pfeffern und mit Olivenöl beträufeln. Den Ofen auf 200 Grad einstellen. Dann ein 2 Deziliter Gras mit Strohraumschnaps füllen und auf gutes Gelingen anstossen und abnexen. Anschließend Halibut-Ragout auf Hammerhaifischrücken auf einem gut gebutterten Backblech in den Ofen schieben. Jetzt 2 schnelle Gläser Schädelspalter extra Strohraum einnehmen und ein Trinktöstchen anbringen und den Backofen säuferli auf 250 Grad auf den Timmer, damit es gäbig führt. Nachher trinken wir 3 weitere Gläser abtrinken. Nach einer guten halben Stunde hat es Bratwurst mit dem Spür in Schädelspalter übergießen. Rest Strom ins Glas abfüllen, lecker Bussi-Schosse. Ich will eine Flasche aufmachen. Und ich schenke Lederwurst, Halleluja. Das ist halb Stunde gemütlich, wie es auf einen Vorstoßen und mit dem Braten das Holz kehre ich ihr im feuerfesten Händchen. Dann hast du 6 oder 8 Widerisch. 6 oder 8 Widerisch, ein Spalterli hinter Bies, Bindegies und so weiter und so fort. Rei am Ragu, alle fürs Gott, muss jemand ein Schmorren, Schrist und Spruch, Krrspa, Schlauer Wagenlässig genehmigen und Pfaden anspringen. Pfaden anspringen und zwar ausrutschen, aber über alles voll Glitschen vor fertig. Fernschluss. Spitzerisch löffeln. Am darauffolgenden Tag den Kaltbraten fein rangieren. 300 Gramm ausgelassenen Anken mit etwas Aspirin und Alka-Seltzer unterziehen und die einzelnen Tranchen drinnen schwenken. Auf einem Riesling anrichten und mit Mayonnaise und geschwungenen Nidlen hübsch garnieren. Viel Erfolg beim Nachkochen und einen guten Miteinander. Guten Nachmittag.